Moin Leute und herzlich willkommen zum Programmieren lernen wieder mal. Heute geht es um das vierte Solid-Prinzip und zwar das sogenannte Interface Segregation Principle. Und das besagt natürlich was mit Interfaces und zwar, dass wenn man ein von einem Interface erbt, dass man es dann auch wirklich brauchen sollte. Das heißt, ihr solltet, wenn ihr eine Klasse habt, Klasse A und wobei Extends brauchen wir gar nicht, wir haben hier Implements B, C, D, E, F, G, H und I. Und jedes davon, also normalerweise sollte auch jedes Interface auch nur logischerweise eine Verantwortlichkeit haben. Das heißt, jedes Interface hier hat auch nur ein oder zwei oder vielleicht auch mal drei Methoden, aber mehr sollte durch ein Interface eigentlich selten reinkommen. Und jetzt habt ihr natürlich hier sehr, sehr viele Interfaces geerbt. Und wenn ihr irgendwelche Methoden drin habt dann am Ende, die ihr eigentlich gar nicht braucht. Das heißt, ihr habt zum Beispiel hier ein I drin, was euch zum Beispiel nehmen wir jetzt hier mal Comparable. So, aber ihr braucht für Klasse A überhaupt nie Gleichheit oder sowas. Also ihr müsst A-Objekte nie vergleichen. Dann solltet ihr auch logischerweise von Comparable nicht erben. Warum ist es trotzdem oftmals der Fall? Das heißt, warum machen viele Leute das, dass sie dann trotzdem von zum Beispiel Comparable erben, auch wenn sie Objekte von oder Instanzen der Klasse A nie vergleichen? Warum machen die Leute das dann? Das ist doch mehr Aufwand. Ja, aber man denkt sich, man braucht es vielleicht doch noch irgendwann mal. Und Mensch, Comparable ist ständig überall drin und es wäre doch geil, wenn ich die Dinger irgendwie vergleichen kann. Ja, nein, macht das nicht. Lasst einfach raus, seid in dem Fall tatsächlich faul, denn dadurch habt ihr hier eine Methode weniger, dadurch habt ihr ein bisschen weniger Code, durch den man durchsteigen muss und dadurch wird es auch einfach wieder lesbarer. Kleines amüsantes Beispiel am Ende, weil wir jetzt hier gerade noch so viel Zeit übrig haben, eigentlich theoretisch, weil das Video sonst zu kurz ist. Ich habe was gefunden und zwar, wenn man eine Klasse Worker hat, sagen wir jetzt einfach mal, dann hat man hier vielleicht solche Methoden, also das ist jetzt ein Interface wie Eat und Work. Ups. Und das sollten natürlich irgendwelche Methoden sein. Typ ist jetzt völlig egal. Void im Normalfall. So, und dann haben wir vielleicht zwei Unterklassen davon. Nämlich einmal die Klasse Mensch. Und die macht dann logischerweise, die implementiert das Worker-Interface Implement Worker. Und packt hier sinnvolle Methoden für Eat und für Work rein. Brauche ich jetzt hier nicht weiter auszuführen. Dürfte klar sein, dass wir sowohl essen als auch arbeiten. Aber dann haben wir vielleicht auch noch einen Roboter. RoboBro Implements Worker. So, und jetzt haben wir ein kleines Problem. Denn Work, okay, funktioniert wunderbar. Work kommt der Code hier rein. Aber Eat, was machen wir bei Eat? Naja, und das Problem hatten wir schon beim letzten Mal. Wenn man einfach solche tote Methoden hat oder irgendwelche toten Sachen, was machen wir hier? Naja, man kann nichts machen. Wir müssen es hier einfach irgendwie nichts tun. Das heißt, wir lassen das Ding sozusagen leer. Und das ist natürlich dann auch wieder schlechter Stil. Was sollte man jetzt also stattdessen machen? Und das sollte natürlich ein Interface und keine Klasse sein. Interface Worker. So, was sollte man stattdessen machen? Naja, wir machen hier ein Interface Eats oder sowas und ein Interface Works. Also zwei getrennte Interfaces. Und das funktioniert dann, denn jetzt habe ich hier automatisch zwei verschiedene Dinge. Der Mensch kann von beiden erben, Eats und Works. Und der Roboter, der erbt nur von Works. Und das ist natürlich irgendwie sinnvoll, denn jetzt haben wir nur noch eine Methode hier drin und die Eat-Methode fällt hier für den RoboBro raus. Und jetzt haben wir auch keinen toten Code mehr, das heißt, ja, easy. So, jetzt kann es aber bei euch in eurem Code mal vorkommen, dass ihr irgendwo mal was habt, wie zum Beispiel eine Methode, die euch für alle for i in Worker hatten wir gerade vorhin, hatten wir hier Code und zwar i.work i.eat. So, das geht jetzt nicht mehr. Und was man tatsächlich jetzt machen sollte ist, ja, es ist ein bisschen eklig, aber man sollte hier wirklich benutzen eigentlich if i instance of works, eats natürlich, dann nur sollte i essen. i.eats. Wobei, was habe ich genannt? Wie habe ich genannt? Eat.
Speed einfach nur. Okay, wunderbar. Das sollte man tatsächlich so machen, besser als solchen Lerncode in der Klasse, die man eigentlich so nicht möchte, oder in dem, ja, in der RoboBro-Klasse, macht natürlich Eat überhaupt keinen Sinn. Und deswegen, ja, hier die Eat-Methode in eine If-Abzweigung mit Instance of ausgelagert. Sieht zwar unschön aus, wird aber tatsächlich normalerweise lieber gesehen als eben solchen toten Code hier drin. Gut, das war's von meiner Seite mal wieder. Achso, hier müssen wir natürlich dann umschwenken auf Works und Eats, aber ja, dürfte auch klar sein. Das sind nur solche kleinen Code, wie mache ich meinen Code hübscher sozusagen. Aber das macht man wirklich so. Fand ich auch ein bisschen verwirrend am Anfang, weil es irgendwie, naja, nach mehr Code aussieht und irgendwie auch nicht mehr so schön aussieht, aber man sollte es tatsächlich trotzdem so machen, damit es eben besser wartbar ist. Okay, dann hören wir uns wieder mal beim nächsten Mal. Bis dann, ciao.